Oft waren wir wieder mal herum. Ja, geil, Franz. Hochheilspitze. Yes. Pulver-Alarm. Juhu, da ist ein Pulver. Bevor ich es vergiss, muss ich ein Intro aufnehmen. Grüß euch zu dem Video. Wir sind da gerade bei der Mitteleisalm. Und der Benji und ich waren heute auf der Hocheisspitze oben. Wenn es euch interessiert, wie die Verhältnisse waren und wie die Tour so ist, unbedingt dranbleiben. Viel Spaß mit der Tour. Guten Morgen beieinander aus dem wunderschönen Ramsau. Morgen, sind wir wieder da. Jetzt geht es zuerst einmal in das Tal rein. Ich glaube so ungefähr 6 Kilometer. Mit dem Radl und dann geht's zu Fuß los. Ja, da geht's jetzt hinauf. Das ist mega steil. Jo, also habt ihr noch mal rauf geschafft. Ganz ehrlich, geschoben habe ich auch kurz Stückerl. Und bis zur Bindalm darf man noch fahren. Das ist gleich einmal vor uns. Gute Meter gemacht. Ist jetzt keine Sorgen, gell? Jawohl. Richtung Mitteleisalm geht es da hin. Und da hinten, Bindalm, da kommen wir her. Ich habe eh schon ein paar Meter rauf gemacht. Von der Bindalm steigt es halt echt gleich voll durch den Wald rauf. Und jetzt sind wir Richtung Mitteleisalm. Das ist so ein befestigter Schoderweg. Vorher war alles richtig gut und geschmeidig zum Gehen. Ich habe mir gesagt, war es eher noch fein mit den Radl zum Fahren. Aber das ist da verboten. Ja. Und jetzt schauen wir, dass wir ins Chor reinkommen. Ins Hintereisk, glaube ich, heißt es. Ja, Mitteleisalm. Da geht es zum Kammerlinghorn rauf und ich muss, aber dass wir. Wir müssen da rauf, ja. Genau. Alles noch richtig im Kopf. Doch keine Altersdemenz. Ist ja schon 6 Jahre her. Jo, nächster Wegabschnitt, voll die schöne Almwiesen da, cool Sittei, auf dem halberten Weg ins Chor rein, ja, traumhaft, schön, einsam. Viel ist nicht da, aber leicht austretender Steig halt. Ja, windig ist jetzt schon, hat eh so gemeldet. Und von der Bindalm waren es bis jetzt da her 800 Höhenmeter, die wir jetzt so in 1,5 Stunden zurückgelegt haben. Und ja, ich glaube, jetzt sind wir endlich doch im Chor. Habe ich gar nicht mehr so lange im Kopf, den Zustieg. Ja, mehr oder weniger. Da geht es da vier noch und da dahinter ist dann eben das Schotterchor und oben die Hocheisspitze. Jupp, mal schauen, wie wir raufkommen. Kurze Pause haben wir gemacht und da war es freier so windig. Zum Sackerl anzogen. Ja, und jetzt geht es zurück endlich ins Chor. Circa 600 Höhenmeter sind es noch. Ah. Wird interessant. So da. Also. Ah nein, da. Die Rinde rauf.
Da muss man rechts davon in Felsen rein, dann da rauf, dann wieder durch den Schnee so zurück. Das ist einigermaßen der richtige Weg. Ziemlich mühsamer Zustiegshascher da. Aha, da hat der Gams was angetreten. Gams war das. Ja, wir zwingen uns jetzt da eh in Höhe an. Weißt du noch, gleich irgendwo mal in Fels reingehen müsste. Also dabei der Zustieg noch ohne Steigeisen ganz gut gegangen. Aber ausrutschen wird das da nicht in dem Schneeviertel. So. Aber jetzt sind einen in Höhe. He? So, jetzt sind wir da. Im Beppi aufgesetzt, gell? Jetzt kann man der Bench auch auf den Kopf fliegen, ohne dass man was tut. Ja, jetzt geht es da so rauf, das Bantl, und nachher durch die Felsen rauf. Gehst du mal voraus, oder? Geh ich mal voraus, genau. Ja, also da unten das Einstiegsbandl rauf war vielleicht so ein 1, 1 plus maximal. Ein bisschen ausgesetzt ist, aber nicht wild, wenn man schwindelfrei ist. Und jetzt ist es ja schon wesentlich einfacher. Und man sucht sich halt da immer den einfachsten Weg rauf. Kilometer machst du da gleich einmal. Eigentlich ewig schade, der Zustieg so lang und die interessante, richtig alpine Stö ist dann relativ kurz gemessen an der Gesamttour. Aber dafür wirst du halt oben echt mega belohnt. Das Gipfelkreuz ist so schön. Die Aussicht, der Wahnsinn. Die Aussicht, der Traum, genau. Ah, und jetzt küsst uns gleich die Sonne auch noch. So, Sonnenbrünn auf. Die Sonne ist da. Und schön warm, angenehm. Da wäre noch gut ohne Steigeisen möglich. Oben werden wir es dann schon brauchen. Ja. Weil da geht es steiler um mich, gell? So, sind wir schon im Schneeviertel herum und ohne Eisen war es da ein Blödsinn. Drum mit Steigeisen geht's weiter. Ja, ohne Steigeisen war das echt ein halber ziemlich fortes Kommando. Aber so geht's ganz gut. Und der Gipfel ist jetzt Kerzen gerade vor uns.
da, wo das unherschaut, da ist der Gipfel. Es sind noch ein bisschen mehr wie 100 Höhenmeter rauf. Da unten sieht man das Schneeviertel, das sind wir jetzt in alles hier aufgegangen. Dann rechts rausgequert, da oben ist das Gipfelkreuz. Und da geht es jetzt an, ja, noch mal ein bisschen zum Kraxeln auf. Werden wir das Steigeisen dabei noch anlassen, falls nicht irgendwo Schnee ist. Schauen wir mal. Hier oben gar kein Schnee mehr, insofern. Außer aus den Eisen, kurzes Steigeisendepot und unschwierig geht es jetzt auf den Gipfel. Vielleicht noch ein, zwei Mal die Hände aus dem Hosensack kassiert, wie der Andi 84 gesagt hat. Aber sonst ist da jetzt nichts mehr sonderlich schwer. Und das ist so genial. Der Blick jetzt runter. In Pinzgau, ins Steinerne Meer, Hochkönig drüben, Hagengebirge, die Ausläufer, die Teufelshändl. Ja, und da ist der Gipfel gerade. Super! Yes! So schön da. Daumen, gell? Da habe ich wieder gern. Hoch als Spitze. Auf die letzten Meter zum Gipfel. Schön. Juhu, wir stehen dann gleich am Berg. Sehr gut, so mag ich das. Jetzt gibt es ja natürlich die Jausen. Ja. Na, herrlich. Juhu. Oft waren wir wieder mal herum. Sehr gut. Bergheil, Franz. Hochheilspitze. Yes. Sehr gut. Ah. Jetzt machen wir hier außen. Vielleicht nur kurz Panorama. Da führe ich jetzt Richtung Kammerlinghorn. Jetzt
bzw. Hocheisumrahmung. Kannst du auch so vierer gehen. Da das Chor, da sind wir her. Ja, und allein der Zustieg in das Chor war schon ewig weit. Und wenn du die ganze Hocheisumrahmung gehst, müsstest du eigentlich da auch noch weiter. Dann da vierer und ganz vorne runter. Für mich auf jeden Fall nichts mehr. Ist mir zu gefährlich, mein Leben ist mir zu wertvoll, weil die ganze Geschichte ist extrem brüchig. Da vorne der Bench, hochkalter ist da vorne und da drüben ist der Watzmann. Ja, ist doch ein Traum, oder? So, da noch ausgedehnter Gipfelrast geht jetzt denselben Weg wieder retour und darum nur ein paar verkürzte Aufnahmen, das kriegt es. Also oben geht es um einiges schneller, Steigeisen waren da super, perfekte Wahl für heute. Wir nehmen jetzt von der Abkürzung durch den Schoder. Da haben wir beim Aufgehen schon einen Rind gesehen, die ist fast voll mit Schnee gefüllt. Geht bei uns mit der Eisen und zum Glück. Die Unterbrechung auch schon hinter uns und jetzt können wir das für uns letzte Schneeviertel ausgehen und dann raus aus den Steigeisen. Also das war jetzt halt so echt, ja, sehr zeitersparend. Da haben wir jetzt keine halbe Stunde vom Gipfel bis ins Chor aber gebraucht. Also das ist echt super gut gegangen. Pulver! Pulveralarm! Juhu, da ist ein Pulver! Jetzt sind wir da wieder herunten bei der Mitteierswalm. 20 Minuten haben wir noch zu der Rall. Und dann düsen wir raus und dann gibt es ein Resümee. So nice, so nice. Also 25% Gefälle hat es da oben gehabt. Ja, waren wir sehr fleißig in der Früh. Sehr cool. Also die Mühlen bei der Anfahrt, die stehen dann sowas von dafür. Wenn du da rausfahren kannst, die 6 Kilometer, das ist so geschmeidig. Irre. Cool. Aufpassen muss man, weil die fliegen dann dauernd in die Augen. Machen wir heute mal beim Heimfahren ein Fazit. Jetzt war ich endlich seit 6 Jahren wieder mal auf der Hocheisspitze oben. Oben raus ist mir heute auch wieder fast genau gleich gegangen wie das letzte Mal, so eine Sucherei, dass du den richtigen Gipfel findest. Also das ist oft gar nicht so einfach. Ja, Wegfindung ist, ja, wenn du geübt bist, nicht sonderlich schwer. Wird halt, keine Ahnung, von der Klassifizierung her so ein T5. Bergtour sein, also klassische schwarze Bergtour, die allerdings überhaupt nicht markiert ist. Ein paar Steinmandl sind eben aufgestellt und ja, ein paar Mal musst du die Hände da hernehmen, dass du die eben im Felsen bewegen kannst. Ansonsten ist technisch nicht sonderlich anspruchsvoll, allerdings bist du halt viel im Absturzgelände drinnen. Insgesamt haben wir, glaube ich, 24 Kilometer auf dem Tacho gehabt. Die Hälfte davon waren Radlkilometer, also 12 Kilometer muss man nachher noch zu Fuß machen und knapp 1800 Höhenmeter sind zum Absolvieren, also ja, der Vormittag ist heute bestens genutzt gewesen. Das höchste Zeit, dass ich jetzt wieder zur Family heimkomme. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall war, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren, dann kriegt ihr Erinnerungen, wann das nächste Video online geht. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Bleibt geil, bleibt's geil. Ciao.